Angst, dass wir zusammen sein dürfen. Wir wollen dir danken, dass du uns die Möglichkeit gibst, über diesen Weg der Technik auch zu kommunizieren und miteinander dein Wort zu betrachten. Wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du uns durch deinen Heiligen Geist lenken möchtest und uns auf die richtigen Gedanken aufmerksam machen möchtest, die du uns durch dein Wort vermitteln möchtest. Ich bitte dich für alle jene, die zuhören jetzt und die sich später noch einschalten und die dann das nachhören, was wir hier miteinander besprechen, dass du das in die Herzen der Zuhörer legst, dass jeder Einzelne sich auch selbst weiterhin Gedanken darüber macht und dass wir lernen, Herr Jesus, deinen Plan recht zu verstehen, deine Größe, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Geduld, aber auch deine Sehnsucht, mit der du schon Jahrtausende wartest, damit diesem Leid, diesem Elend, das durch die Sünde in diese Welt gekommen ist, einmal ein Ende gemacht wird und dass auch dein Volk begreift, was du durch dieses Volk tun wolltest in der Geschichte und auch heute noch und in Zukunft noch tun möchtest für diese Welt und für jeden Einzelnen von uns. Segne in diesem Sinne jetzt unser Beisammensein, unsere Gedanken und unsere Überlegungen, halte alle Störende fern und gib, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt und leitet. In Jesu Namen. Amen. Gut, also, herzlich willkommen noch einmal. Wir gehen also in unserem Thema fort, wo es um die Frage geht, die ich speziell hier betonen möchte. Was glaubten Adventisten zur Zeit Ellen White's und zur Zeit der Pioniere bis etwa in den 70er, 60er, 70er Jahre herein, kann man das feststellen, über diese Zeit der Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes in der Geschichte, nicht erst seit 1844, nicht erst in neutestamentlicher Zeit, sondern speziell und auch besonders schon in alttestamentlicher Zeit. Ich beginne damit, dass ich euch, für die, die jetzt im Chat sind, werde ich gleich, ja, ein paar Texte euch zu mitlesen geben. Und zwar einige Aussagen von Ellen White, die ich auch in diesem Buch über den Bibelkommentar zur Einleitung von den Propheten finden könnt. Und eben auch in diesem Studienmaterial von Herrn Schädinger über das Handbuch der Propheten. Ja. Also diese Aussagen, die ich euch gebe, sind in den Quellen dieser Unterlagen angeführt und die zeigen, dass die Theologen, die also in den 60er Jahren, also Mitte 50er, 60er Jahren, diesen Bibelkommentar zusammengestellt haben, dass sie über diese Aussagen von Ellen White Bescheid wussten und dass sie auch in Übereinstimmung mit den Aussagen von Ellen White, die wir jetzt einige sehen werden, eigentlich diese Theologie einer Verzögerung der alttestamentlichen Aufrichtung des messianischen Friedensreiches und der Aufrichtung des Reiches der Welt, der Erlösung Israels, aber auch der Erlösung darüber hinaus der Welt und der Wiederherstellung aller Dinge, was sie in Übereinstimmung mit Ellen White geglaubt haben. Ja? Hier also ein Zitat zunächst einmal aus Patriarchen und Propheten auf Seite 306. Da heißt es hier, kaum waren die Erdbewohner von Gottes Strafgericht befreit, dadurch die Sintflut, ja, ist das gemeint, empörten sie sich wieder gegen ihn. Zweimal schon hatte die Welt Gottes Bund und seine Gebote verworfen. Sowohl die Menschen vor der Sintflut als auch Noahs Nachkommen lehnten Gottes Autorität ab. Also zweimal, damit ist hier gemeint, einmal vor der Sintflut, wo die Chance war, wo wir vor
einiger Zeit jetzt auch dieses Zitat gelesen haben von Ellen White, wo sie sagt, dass die Erlösung hätte schon damals stattfinden können, es musste keinen Kain-Anbeter gegeben haben. Und nach der Sintflut haben wir einen zweiten Abfall, wo dieser Bund, den Gott mit Noah und seinen Nachkommen getroffen hat, spätestens beim Turm zu Babel wieder gebrochen wurde. Und davon spricht sie hier. Ja? Dann machte Gott einen Bund mit Abraham, heißt es hier weiter, und er wählte sich ein Volk, das der Hüter seines Gesetzes werden sollte. Also durch die Erwählung Abrahams eine neue Phase, und erinnert euch, John Bolin in seinem Buch spricht jetzt hier von einem neuen zweiten Adam, durch den Gott wieder von vorne beginnen wollte. Das ist auch hier in diesem Zitat dieses Konzept. Und auch wenn der Bibelkommentar hier in diesem Buch ja, von diesen Gedanken von einem zweiten Adam nicht drinnen hat, also dieser Gedanke wird nicht geäußert, das ist ein neuer Gedanke, den John Bolin hier formuliert in seinem Buch, aber er wäre wert, in dieses Konzept eingebaut zu werden. Das wären eben so verschiedene Erkenntnisse, die aus dieser Theologie, die man damals schon hatte, von diesem Plan A-Konzept oder von einem Mehrplan-Konzept im Alten Testament, wenn man diese Theologie einfach weiterverfolgt hätte. Wir würden heute in der Adventgemeinde, in unserer Verkündigung, in unserer Botschaft, in unserer Darlegung der Bibel, den anderen Christen und christlichen Theologen um Meilen voraus sein. Und so hat man den Eindruck, was wir das letzte Mal gesehen haben, dass man ihnen eigentlich hinten nachläuft. Dass uns die Christen in anderen Gemeinschaften und selbst die katholischen Christen im Bibelverständnis manches voraus haben inzwischen schon, weil man hier speziell angefangen hat, auch alttestamentliche Prophezeiungen und alttestamentliche prophetische Stellen zu studieren und sie aus dem Licht der damaligen Zeit zu betrachten begonnen hat. Ja, und es gibt heute viele, viele Bücher, wo auch in katholischer und evangelischer Theologie, wo man sich sehr ernst darüber Gedanken macht, welchen Plan Gott wirklich hatte. Ja, und wie Erlösung eigentlich wirklich aussehen sollte. Es war ja auch interessant, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, im österreichischen Fernsehen war jetzt, wann war das? Das war, glaube ich, Montag oder Dienstag, ja, eine Kreuz- und Quersendung zum Thema Erlösung. Und wenn ihr könnt, vielleicht das in einer Wiederholung noch anzusehen, das würde ich euch sehr, sehr empfehlen. Da hat eine interessante Diskussion stattgefunden zwischen zwei Philosophen, eine Philosophin, eine österreichische und ein deutscher Philosoph und zwei Theologen aus Deutschland. Einer hier, der in Österreich ist und ein Deutscher. Und da war eine sehr interessante Debatte über das, was eigentlich Erlösung bedeutet. Und ich habe mich gewundert, dass diese Philosophen, die hier an diesem Thema mitgearbeitet haben, dass die man hat zwischendurch den Eindruck gehabt, dass sie den Begriff Erlösung besser verstehen, als es christliche Theologen meinen, verstehen zu müssen. Und dass man hier von einer sehr praktischen Art der Lösung gesprochen hat. Es wurde die Frage an die Theologen gestellt, wenn sie meinen, dass die Erlösung alles am Kreuz sich abgespielt hat, dann müsste man eigentlich ein anderes Wort dafür erfinden, weil Erlösung hatte etwas ganz Konkretes damit zu tun. Das heißt, die Menschheit ist ja noch immer nicht erlöst. Es sind ja noch immer Leid und Elend und Not in dieser Welt. Da kann man ja nicht von einer wirklichen Erlösung sprechen. Und Erlösung in der Bibel muss man ja auch darauf aufmerksam machen, dass Erlösung in der Bibel nicht nur ein individuelles Geschehen ist, ein Versprechen, dass Gott den Menschen individuell erlösen möchte und da ihn dann noch auf das Jenseits vertröstet, sondern dass Erlösung eigentlich damit zu tun hat, dass die Menschen auch hier auf dieser Welt von allen Leid, von allen Problemen, von Unfrieden, von Krankheiten und so weiter erlöst werden sollten. Und es war sehr interessant, dass besonders die Philosophen auf diesen Gedanken der Erlösung sehr stark gebocht haben
und versucht haben, das irgendwo in diesen Gedanken dieses Wortes hineinzutun. Und als sie merkten, dass die Theologen eigentlich mehr eben diesen Gedanken einer übernatürlichen Erlösung verstanden hatten, dann haben sie ihnen den Rat gegeben, also die eine der Philosophin, die hat dann den Rat gegeben, da müssten sie eigentlich ein anderes Wort dafür finden, denn das Wort Erlösung würde da eigentlich nicht mehr richtig passen. Ja? Und es ist etwas dran, denn wenn man die Bibel studiert im Alten Testament, sucht es durch, es geht bei Gott immer, wenn er von Erlösung spricht, um eine ganzheitliche Sicht der Erlösung. Und da ist schon etwas dran, vielleicht kann man sich da auch von weltlichen Menschen etwas sagen lassen. Ja? Und diese Verheißungen, die wir jetzt hier haben, im Alten Testament und die da auch Ellen White beschreibt, die beinhalten ja genau diese Gedanken. Das heißt, Gott wollte eine viel umfangreichere Erlösung für Israel schon im alttestamentlicher Zeit bewirken und ihnen auch schenken. Wenn es hier heißt, dann machte Gott einen Bund mit Abraham und er wählte sich ein Volk, das der Hüter seines Gesetzes werden sollte. Und zugleich begann Satan seine Fallstricke zu legen, um auch dieses Volk zu verführen und zu vernichten. Also wieder ein dritter Neuanfang und das sollte wieder durch Satans Plan verhindert werden. Also wir dürfen hier nicht nur von Gottes Plan sprechen in dieser ganzen Erlösungsgeschichte und in der Erlösungsplan, sondern wir sollten auch immer wieder versuchen zu schauen, wo ist der Plan Satan eigentlich immer wieder dem Plan Gottes in die Quere gekommen, wo ist der Plan Satans eigentlich immer mehr zum Tragen gekommen und den Plan Gottes dadurch verhindert. Er verleitete die Kinder Jakobs dazu, Ehen mit Heiden zu schließen und deren Götzen anzubeten. Eine Verführung und eine Art und Weise, die der Teufel, mit der er schon vor der Sintflut großen Erfolg gehabt hat, dass er die Menschen vor der Sintflut dazu geführt hat, sich Frauen zu nehmen, welche sie wollten, nicht? Und das Eheproblem, das sexuelle Problem, die Familienprobleme, die partnerschaftlichen Beziehungsprobleme, die sind ja ein ewiges Problem geblieben bis heute. Und wenn man bedenkt, welche Situation sich diesbezüglich auch heute selbst in unseren eigenen Gemeinden, in christlichen Gemeinden abspielt, inzwischen zeigen ja Statistiken, dass hier das Glück in der Ehe und Ehebruch und so weiter zwischen weltlichen Ehen und christlichen Ehen gar nicht mehr so weit auseinander ist. Und auch in adventistischen Ehen muss man das leider da und dort immer wieder feststellen. Ja. Gott wollte nicht, und speziell auch hier nicht, diese Verbindung mit den Heiden, da ging es ja nicht nur um Verbindungen mit ungläubigen Frauen, sondern es ging ja auch darum, um einen geistlichen Ehebruch, dass das Volk Israel auch immer wieder geneigt war, die Welt hereinzuholen, ja, und nach weltlichen Bräuchtümern zu leben und zu handeln. Und wir merken, wie sich die Geschichte wiederholt. Wir sind ja heute nicht verschont vor solchen Entwicklungen. Ja? Also ein weiteres Zitat, das ich euch geben möchte hier. Und zwar im Bibelkommentar in diesem roten von Ellen White, da könnt ihr lesen. Und ebenfalls ist das ein Zitat, das auch in diesem Bibelkommentar, in diesem Buch angedeutet ist und wo darauf Bezug genommen wird, in diesem Plan A-Konzept der Propheten. Da heißt es, wären alle Lehren Christi befolgt worden, die aus der Wolkensäule gegeben hatte, also während der Wüstenwanderung, hätte das Volk Israel alle Anweisungen, die Gott aus dieser Wolkensäule während der Wüstenwanderung gegeben hatte, so hätte dies die jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott über alle Nationen und Völker der Erde zu verherrlichen. Das ist ein ganz eindeutiger Plan, die Verherrlichung Gottes. Und als Jesus auf diese Welt kam, nachdem 2000 Jahre lang dieser Plan Gottes an Israel gescheitert ist, dann hat er selber diesen Gedanken immer noch weitergetragen und hat von seinen Jüngern da erwartet, dass er durch sie verherrlicht wird. Und Jesus selbst, der ja in dieser Welt als Mensch gewesen ist, hatte ja genau das gleiche Ziel. Auch von ihm hat Gott erwartet, dass er seinen Vater im Himmel verherrlicht.
durch sein Wesen, durch sein Leben, durch seine Mitmenschlichkeit, durch seine Botschaft, die er verkündigt hat. Alles sollte eigentlich zur Verherrlichung Gottes dienen. Das heißt, wenn Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, ja, dann war das der Gedanke, dass auch er sich von diesem Licht Gottes erfüllen lassen musste, tagtäglich neu, um dieses Licht für andere Menschen sein zu können und um andere zu diesem Licht zu machen. Und dann sagte Jesus in der Bergpredigt nicht nur, oder eigentlich schon vorher sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das, was er in dieser Welt war und sein wollte und auch gewesen ist, uns zum Vorbild, das sollte jetzt auch die Gemeinde sein. Aber wir wissen, dass da steht ja schon im Alten Testament. Das heißt, wenn wir Jesaja 60 aufschlagen, das war eine Botschaft, ein Aufruf, der schon im Alten Testament da war. Jesaja 60, Vers 1: Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ein Aufruf an das Volk Israel. Siehe, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und über dir, müsste jetzt heißen hier, über dir, Israel, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wenn das gewesen wäre, dann würde das geschehen, und dann war ja die Verheißung gleich damit verbunden, was im Vers 3 steht. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Also durch das ganze Alte Testament habt ihr Stellen, die genau in die gleiche Richtung gehen, als sie da im Alten Testament, im Neuen Testament dann gegeben sind. Der Text geht hier weiter, ja. Dass sie Gott verherrlichen sollten. Jerusalem hätte durch Babylon in dem Fall, das ist ein Zitat, das im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Geschehen steht, wo Ellen White sagt, Jerusalem hätte nicht zerstört zu werden brauchen, doch das Volk missachtet die Gebote Gottes, während sie vorgaben, danach zu leben. Und sie haben ja dann die Propheten, die versucht haben, sie auf diese Gesetzlosigkeit, auf diese Gesetzesübertretung, auf diesen Unglauben und auf diesen Ungehorsam aufmerksam zu machen. Diese Propheten haben sie dann als falsche Propheten bezeichnet. Man hat sie verjagt, man hat sie gehasst und einfach nicht, ihnen nicht gehorcht. Eine Wiederholung auch dessen, was sich in neutestamentlicher Geschichte auch in der Kirchengeschichte abgespielt hat. Und wir müssen fragen, wie sich das heute auch in der Adventgemeinde vielleicht da und dort abspielen kann. Ein weiteres Zitat, das findet ihr in dem Büchlein Vollendung der Aufgabe, ein Missionsbüchlein, das wieder neu herausgekommen ist. Auch da ein Zitat, das man in diesem Bibelkommentar in den 50er Jahren schon findet, wo es heißt, nach Gottes Plan soll sein Volk an der Ausbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde teilhaben. Also schon damals, nicht erst jetzt. Ja. Viele menschliche Pläne waren nur bis zu einem gewissen Grade erfolgreich. Offenbar ist jedoch der Plan Gottes nicht genügend beachtet worden, sonst hätte die Arbeit eher beendet werden können. Das ist eine Aussage, die sie ebenfalls im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Plan Gottes in Israel bringt. Aber ihr merkt, wie dieses Wort auch heute noch seine große Aktualität hat. Ja. Ein weiteres Zitat, das ich euch jetzt vorlegen möchte, das jetzt nicht ein Zitat von Ellen White ist, sondern eine Erklärung, die ihr jetzt in diesem Buch, in diesem Bibelkommentar, aber auch in dieser Studie von Heinz Schädinger finden könntet. Das soll euch nur zeigen, wie selbst in diesem Studiendokument, das als Grundlage für den Unterricht für Propheten im Bogenhofen gedacht ist und auch verwendet wird, welche Aussagen da drinnen sind, wo wir sagen müssten, warum hat man dann heute so ein großes Problem damit? Und ich denke, ich habe euch schon darauf aufmerksam gemacht, als ich vor Jahren zu einem letzten Maranatha-Seminar in Wien eingeladen worden bin. Da war ein Predigerkollege dabei, der mit dieses Seminar organisiert hat. Und da habe ich eigentlich dieses Plankonzept, also solcherlei Aussagen,
dort in dieses Maranatha-Seminar hineingebracht, um den Teilnehmern dort verständlich zu machen, was Gott schon längst mit der Gemeinde Gottes tun wollte und das Beispiel Israels eben damit in Verbindung gebracht habe. Und dass dort dann irgendwo dieser Gedanke aufgekommen ist, das, was ich da bringe, das sei eine reine Science-Fiction-Theologie. Und ich habe damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass eigentlich dieselben Gedanken in diesem adventistischen Buch verankert sind. Das hat mich erst nachher zu diesem Thema geführt. Entschuldigung. Und hier in diesem Bibelkommentar im vierten Band auf Seite 25 bis 38, dort geht es also um diese Aussagen, da haben diese Theologen in den 50er, 60er Jahren das hier so formuliert. Welch ein herrlicher Plan, also zusammenfassend, was sie da alles aus der Bibel herausgearbeitet haben an Texten, sind sie dann zu dieser zusammenfassenden Schilderung gekommen. Welch ein herrlicher Plan. Hätte Gott ihn durchführen können, die Messias-Hoffnung wäre nicht auf Israel beschränkt geblieben. Ja, so wirksam war dieser Plan, dass trotz des Versagens Israels doch schließlich ein begrenztes Wissen um das Erscheinen eines Erlösers bei den Heiden um Israel herum vorhanden war. Und als Beispiel dafür wird Matthäus 2, Vers 1 angegeben, oder na, das müsste ein anderer Text sein, das müsste Matthäus, ja stimmt schon, Matthäus 2, 1, das ist die Geschichte von dem Weisen aus dem Morgenland, wo man sehen kann, dass diese Weisen aus dem Morgen schon von weit her gekommen sind und dort in ihren Landen über diese Messias-Erwartung erfahren haben und deshalb auch nach Jerusalem gekommen sind und Gott sich diesen Weisen dort im Osten offenbart hatte. Das heißt, etwas, was durch die Zerstreuung der Juden in die babylonische Gefangenschaft übrig geblieben ist, das kann man auch durch diese Weisen, die da bei der Geburt Jesu nach Jerusalem gekommen sind, irgendwo feststellen. Dass doch da und dort die Messias-Erwartung auch unter die Heiden gekommen ist. Aber eben sehr, sehr spärlich. Was aber hätte, und das sagen die Brüder hier, diese Theologen, was aber hätte da erreicht werden können, wenn Israel treu zu diesem Plan Gottes gestanden wäre? Die ganze Welt hätte es in sehnlichstem Verlangen diesen Messias erwartet. Und ihr merkt, dass hier ganz konkrete Zusammenhänge da sind, ja, die damals absolut geglaubt worden sind. Ja. Gut, ja, du müsstest mir noch deine E-Mail-Adresse geben, wenn du wünschst, dass ich euch dieses Handbuch zusende. Also jeder kann das haben, wenn er will. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das auch wirklich anschafft und euch zukommen lasst. Es ist wert, dieses Dokument sich anzuschauen. Ich frage mich natürlich bei solchen Aussagen und auch in diesem Dokument, das hier übersetzt worden ist, wie dann das Kommen des Messias ausgesehen hätte und wie man sich das Kommen des Messias dann eben vorstellt. Und auf das werde ich dann später noch zurückkommen. Denn wenn die ganze Welt mit sehnlichstem Verlangen, das heißt auch unter den anderen Völkern, mit sehnlichstem Verlangen der Messias erwartet worden wäre, dann müsste man sich ja fragen, ja, wie hätte dann wirklich das Kommen des Messias ganz praktisch ausgeschehen? Hätte er dann trotzdem noch in Bethlehem als unscheinbares Kind geboren werden müssen? Oder hätte es eine andere Art der Erscheinung des Messias geben können? Und auch darüber gibt es ja in diesem Buch, und wenn man das Alte Testament studiert, eigentlich sehr interessante Aussagen. Es gibt ja Theologen, die darauf hinweisen, und John Bolin hat ja darauf hingewiesen, dass es Texte gibt im Alten Testament, die eigentlich ein solches Kommen des Messias
gar nicht beinhalten, dass hier schon von Haus aus eine glorreichere Erscheinung des Messias möglich gewesen wäre, wenn die Völker durch Israels Wirken in der rechten Weise vorbereitet worden wäre. Denn wenn sie alle mit sehnsüchtigem Verlangen gewartet hätten, hätte auch kein Johannes der Täufer kommen müssen, der aus dem Herrn den Weg bereitet hätte. Und da merkt ihr, wenn wir dieses Thema wieder damit einbauen, dann wäre hier der Johannes der Täufer in seinem Wirken nach einer 400 Jahre prophetenlosen Zeit völlig überflüssig gewesen. Das heißt, ganz Israel wäre eine Art Johannes der Täufer gewesen, eine Art Elia, der dem Herrn den Weg bereitet. Und diese ganze Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten Elia, den wir jetzt noch in Zukunft erwarten, hätte überhaupt nicht stattfinden brauchen, ja, und nie stattfinden müssen. Also es ist schon wert, sich hier Gedanken zu machen und die Bibel einmal so zu lesen, wie sie wirklich geschrieben ist und die Geschichte einmal aus diesem Hintergrund heraus richtig zu lesen. Ich lege euch jetzt noch ein weiteres Zitat vor, und zwar, das zeigt, wie zum Beispiel ein Itchy Wagoner, der Mann, der 1888 in Minneapolis noch mit dabei war, mit Eddie Jones und Prescott, diese Botschaft von 1888, von der Rechtfertigung aus dem Glauben zu verkündigen. Und ihr dürft nicht vergessen, und das möchte ich auch jetzt hier betonen, dass gerade in dieser Art der Verkündigung der Rechtfertigung aus dem Glauben, wie damals die Pioniere E.G. Wegener und Prescott und Eddie Jones in Übereinstimmung in weit diese Botschaft verkündigt haben, da kam mir immer wieder dieser Gedanke hinein, dass Gott schon längst eigentlich sein Werk zum Abschluss bringen wollte. Ja? Und das ist heute in unserer Rechtfertigungslehre, wenn ihr euch heute moderne adventistische Studien über die Rechtfertigungslehre anschaut und über dieses Gedankengut der Vorbereitung auf die Gemeinde in der letzten Zeit, dann werdet ihr in den so meisten offiziellen Studien diesen Gedanken überhaupt nicht mehr drinnen finden, dass man sich darüber die Gedanken macht, dass Gott jetzt hier eigentlich einen Plan hatte, der schon längst zum Abschluss gebracht werden hätte können. Und ich zeige euch jetzt, wie Itchy Wagoner, einer der mitunter Lieblingsprediger auch von Ellen White, was er wagte, hier zu überlegen in Bezug auf Pharao in Ägypten. Ja? Lesen wir das miteinander. Was Itchy Wagoner überlegte: Gottes Plan war, dass sein Name über die ganze Erde verkündigt werden sollte. Das ist, was getan wurde, denn wir lesen, dass 40 Jahre nach dem Auszug die Völker in Kanaan sich vor der Annäherung der Israeliten fürchteten, weil sie sich daran erinnerten, was Gott für sie zur Befreiung von Ägypten getan hat. Das heißt, das war Gottes Plan. Auch durch dieses Wunder beim Auszug aus Ägypten, beim Durchzug durch das Rote Meer, da haben die Völker Kanaans, das könnt ihr da in dem Text lesen, in dem Loblied, ja, der Miriam, nach der Überquerung des Roten Meer, kam es ja da zum Lobgesang der Miriam. Und achtet in 2. Mose Kapitel 15, wenn ihr das aufschlagt, davon, auf das bezieht sich hier Itchy Wagoner in diesem Zitat. Da wird berichtet, wie die Völker Kanaans das hörten, ja, und wie sie erschreckten. Und zwar in 2. Mose 15, Vers 14, da heißt es: Als das die Völker hörten, erbebten sie, Angst kam die Philister an. Da schraken die Fürsten Edoms, zitternd kamen die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht vor deinem mächtigen Arm, erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk her hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat.
Das heißt, hier sollte das Volk sollte eigentlich das Heiligtum in diesem Lande sein. Und ihr, vor allen Dingen, wo ihr achtet darauf, wie hier in diesem Lied zum Ausdruck gebracht wird, wie diese Völker Kanaans, wie diese Kunde, was Gott hier für Wunder getan hat, beim Auszug aus Ägypten sich durch die ganze damalige Welt verbreitet hat, also in den Völkern Kanaan, und die waren ja weit verstreut. Ja. Vers 19, denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen, aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer. Und überlegt einmal, was Gott hier für eine Grundlage gelegt hat, worauf Israel hätte bauen können in ihr Zeugnis. Sie hätten auf diese große Geschichte in Ägypten aufmerksam machen können. Was für ein Zeugnis wäre das gewesen, wenn sie jetzt in inner kürzester Zeit gleich nach Kanaan gekommen wären. Ja, ja, ich muss mir jetzt das anschauen. In meinem Besitz ist der Bibelkommentar, das ist 8, 9, 10 fehlt. Das kann ich dir nicht sagen. Normalerweise gibt es diese Bibelkommentare schon noch. Ja, die Frage war hier, ob diese Kommentare noch zu finden sind. Ja. Aber grundsätzlich kann man sie da und dort natürlich noch finden in englischer Sprache. Aber die kosten halt eine Menge Geld. Gut, gehen wir weiter in diesem Zitat von Itche Wegener. Da heißt es dann weiter, aber der Plan Gottes hätte auch auf gleiche Weise erfüllt werden können, wenn Pharao den Wünschen Gottes nachgegeben hätte. Das heißt, Itche Wegener wagt jetzt diesen Gedanken, was wäre gewesen, wenn Pharao sich von den Plagen in Ägypten oder von der Botschaft, die Mose ihn gebracht hat, von den ersten Wundern, die er vor ihm getan hat, überzeugen hätte lassen und vor Gott niedergefallen wäre und sich zu Gott bekehrt hätte. Ja? Also für uns heute eine Science-Fiction-Idee, aber merkt ihr, so haben unsere Pioniere damals gedacht, das war damals adventistisches Denken. Und wir müssen uns fragen, wie weit haben wir uns von diesem Denken, von dem Wagnis, solche Fragen zu stellen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, wo weit haben wir uns davon entfernt? Wenn der Pharao diesen Herrn erkannt hätte, ja. Nehmen wir an, sagt er, Pharao hätte den Herrn anerkannt und das Evangelium angenommen, das ihm verkündigt wurde durch Mose und Aaron. Ja. Was wäre das Resultat gewesen? Er hätte getan, wie Moses getan hat, indem er den Thron Ägyptens für die Schmach Christi eingetauscht und einen Platz im ewigen Erbe erlangt hat. Ja. Das heißt, Pharao hätte sich natürlich retten können, logischerweise er selbst, aber darüber hinaus, was hätte er für die ganze Weltgeschichte tun können? Ja, also ich zitiere das Zitat jetzt weiter. Dieses Zitat von H.G. Wegener geht jetzt hier weiter. Und da sagt er, auf diese Weise wäre Pharao das kraftvollste Instrument gewesen, um den Namen des Herrn über die ganze Erde zu verkünden. Das alleinige Faktum der Annahme des Evangeliums durch einen mächtigen König würde durch die Kraft des Herrn bekannt worden sein und denselben Effekt gehabt haben, als die Plagen hatten. Und ich wage es zu sagen, die hätten einen größeren Effekt gehabt, als die Plagen es gehabt haben, ja? Einen größeren Effekt des Zeugnisses. Denn bei den Plagen muss man sagen, da haben sich viele noch fast mehr erschreckt. Und es waren wenige Israeliten, die eigentlich durch die, wenige Ägypter, die durch die Plagen irgendwo zur Überzeugung gekommen sind, Gott ist der wahre Gott. Ja? Letztendlich haben viele erst recht rebelliert. Viele sind natürlich durch diese Plagen, wenn sie gesehen haben, dass die Zauberer in Ägypten nichts dagegen tun konnten, waren sie bereit, dann mit Israel auszuziehen. Ja? Aber wenn hier der Pharao sich bekehrt hätte, ja, das wagt Edgy Jones hier einfach zu sagen, was hätte das für ein Zeugnis sein können?
Und wenn nicht nur der Pharao, wenn auch andere Könige, und das war ja eigentlich der Plan, nicht? Das, was wir vorhin gelesen haben, in den Propheten stand ja überall von den Königen, ja, und von den Obersten, die nach Jerusalem kommen sollten, um dort den Herrn anzubeten. Und wenn das die Könige getan hätten, und wir wissen immer durch die ganze Geschichte hin, durch die Könige, so wie der König, so das Volk, ja. Und so war es ja auch in Israel. Waren die Könige gläubig? War das Volk, konnten sie ein gläubiges Volk hervorbringen zum Großteil? Wenn auch nicht immer, weil auch die Könige trotzdem im Hintergrund immer wieder auch ihr schlechtes Vorbild gegeben haben. Aber wenn dann von Haus aus ungläubige Könige waren, dann ist das Volk noch weiter gegangen als die Könige, oder die Könige haben das Volk in ihrem Unglauben einfach noch bestärkt. Interessant, jedenfalls diese Überlegungen, lesen wir weiter. Und Pharao selbst, als ein Verfolger des Volkes Gottes, der er ursprünglich war, hätte so wie Paulus ein Prediger des Glaubens werden können, traurig zu sagen, dass er den Tag seiner Heimsuchung nicht erkannte. Und merkt ihr, meine lieben Freunde, so kann man doch das Evangelium aus alttestamentlicher Geschichte auch verkündigen. Man muss ja nicht nur das Beispiel von Paulus nehmen, wie er sich zu Christus bekehrt hat. Warum nicht ein Beispiel von einem Pharao oder später von einem Nebukadnezar in Babylon? Waren das nicht genau solche Geschichten? Und ich denke, unsere Verkündigung in unseren Gemeinden würde wesentlich lebendiger werden, wenn man vielleicht solche Gedanken auch aufgreifen würde, die in der heutigen Gemeinde niemand mehr gewohnt ist, darüber nachzudenken. Und wir wissen ja, bei Nebukadnezar später kam es ja zu einer sehr seltsamen Bekehrung. Aber nach viel Verhindernis, nach viel Niederschlag und Ungehorsam, den Nebukadnezar noch vorgebracht hat, wo er sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt hat und auch gegen Israel gekämpft hat, letztendlich Jerusalem zerstört, aber auch da war wieder das Volk Gottes mit Schuld, denn Gott hat ja den Nebukadnezar geradezu dann auch als eine Zuchtrute gebraucht, um es eben Israel wieder zu züchtigen. Und ähnlich war es ja auch in der Geschichte mit Pharao. Denn würden die Nachkommen Pharaos sich nicht in Ägypten mit den Heiden verbunden haben, mit den Ägyptern, und angefangen dort die ägyptischen Götter anzubeten, sondern hätten dort ihr Zeugnis des Glaubens gegeben und Gott hätte für sie dort Wunder wirken können, so wie bei Josef das angefangen hat. Na, welches Zeugnis war Josef für Ägypten, nicht? Und was ist daraus dann geworden, dass Israel dann in die Gefangenschaft kam? Wir wissen, dass das ja genau damit zu tun hat, weil sie abgefallen sind und weil sie sich wieder mit fremden Göttern verbunden hatten. Also jedenfalls eine sehr bemerkenswerte Art der Verkündigung und der Überlegungen, wie es damals in den ersten 100 Jahren der Adventgeschichte noch gemacht worden ist. Wir müssen uns natürlich fragen, wenn Gott mit einem Pharao ein Ziel gehabt hat und später mit einem Nebukadnezar, den er auch zum Herrscher über die Welt erheben wollte, ja, dann wollte er das ja erst recht durch die Könige Israels, durch einen König Saul, wenn er treu geblieben wäre, David, Salomo und später noch all die Könige. Ja? Also gar nicht auszudenken, wenn man sich das überlegt, was hier eigentlich alles verloren gegangen ist und was Gott für ganz andere Pläne gehabt hat. Ich lege euch hier noch einmal ein weiteres Zitat vor. Und zwar, da muss ich mir jetzt das aufholen da. Und zwar aus dem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger, ein Auszug, ja, aus diesen Seiten des Bibelkommentars Band 4, Seite 24 bis 36. Das ist nicht der deutsche Bibelkommentar, nicht in dem Sinne, sondern das ist eben der englische, dass ihr das nicht verwechselt. Der Bibelkommentar von Ellen White, der rote, enthält lediglich die Ellen White Zitate, die in diesen Bibelkommentaren in den 10 Bänden zusammengefasst sind oder aufgeteilt sind, ja. Das heißt, viele dieser Aussagen, die ich jetzt hier vorlese, findet ihr dann dort nicht, speziell diese Aussagen, die von den Theologen stammen. Ellen White Zitate natürlich dann schon. Ja.
Dann fassen die Theologen hier zusammen in diesem Text, hätte Israel den Idealzustand, den Gott von seinem auserwählten Volk erwartete, erreicht. Also von einem Idealzustand ist hier die Rede. Und man hat damals gewagt, so zu denken. Ne? Was wäre gewesen, wenn das so gewesen wäre? So wären alle die Verheißungen, die wir da im Alten Testament finden, die allerdings vom Gehorsam des Volkes abhängig waren, längst an ihm, an diesem Volk erfüllt worden. Und jene anderen, und jetzt achtet, das ist mir jetzt auch wichtig, damit werden wir uns jetzt etwas weiter beschäftigen. Und da kommt jetzt die Gegenseite, also das Gegenteilige zum Ausdruck. Und jene anderen Voraussagen, die nationale Schande, Ablehnung von Seiten Gottes und großes Leid als Folge des Abfalls beinhalten, hätten nie verwirklicht werden müssen. Und das sollten wir uns auch ganz bewusst machen. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann gab es ja dort viele wunderbare Verheißungen, aber auch viele schreckliche Verheißungen, Unheil, Not, Zerstörung, Flüche, die über das Volk kommen werden. Es ist ja mehr oft von Flüchen die Rede als von Segensverheißungen, die wir finden können, was alles für Unheil über Israel und aber auch über die anderen Völker kommen würde. Und jetzt heißt es hier, wenn Israel den Idealzustand erreicht hätte, dann hätten alle die positiven Verheißungen sich erfüllen können, aber die negativen Verheißungen, die der Unheil und Leid als Folge beinhalten, hätten nie verwirklicht werden müssten. Die Tragik Israel besteht nun darin, dass infolge des tatsächlichen eingetretenen Abfalls von Gott gerade jene herrlichen Verheißungen bezüglich der nationalen Größe und Ehre nicht erfüllt werden konnte. Obwohl das buchstäbliche Israel in der Realisierung seiner hohen Bestimmung im Großen und Ganzen versagte, hat es doch einen auch wenn unvollkommenen Beitrag zur Vorbereitung der Welt für das Erscheinen des Messias geleistet. Ja, das ist dann hier der weitere Absatz. Das heißt, schon in alttestamentlicher Zeit also, ist durch das Verhalten, durch das Zurückweisen der Erwartungen Gottes, des Willen Gottes, viel Leid und Unheil auf Israel hereingefallen. Und nicht nur auf Israel, sondern auch auf die Welt, die das bewirkt hat. Und ich lege euch jetzt aus diesem Handbuch für Propheten, lege ich euch jetzt einen weiteren Abschnitt bei. Und hier heißt es jetzt darum, welche Prophezeiungen und Verheißungen sich nicht erfüllt haben, weil Israel ungehorsam war und letztlich auch den Messias verworfen hatte. Ja? Und das, was ich euch da jetzt vorlese, das steht in diesem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger drinnen. Ja? Also da hätten wir das Buch von Paulin gar nicht gebraucht in dem Fall, sondern das steht auch hier in diesen alten adventistischen Büchern drinnen und worüber wir schon längst reden könnten und worüber man schon längst sich tiefer beschäftigen könnte. Und ich bin der Meinung, wenn man diese Theologie, diese Art der Theologie, des Denkens über diesen ursprünglichen Plan Gottes einfach weiter und weiter gedacht hätte, wenn man auf dieser Ebene die Theologie vorwärts getrieben hätte, zu welchen ganz anderen Ergebnissen wären wir bis heute gekommen in unserer Theologie. Ja? Da heißt es jetzt hier, wegen des Versagens der Juden in ihrer Stellung des Volkes Gottes, als Gottes auserwähltes Volk, konnten und können viele Prophezeiungen des Alten Testamentes nicht erfüllt werden. Ja, das wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und jetzt werden Beispiele aufgezählt. Wie zum Beispiel jene bezüglich der weltweiten Missionsaufgabe Israels und des Herbringens der Heiden. Und da werden Texte angeführt, 1. Mose 12, 3 bis 5, 5. Mose 4, 6 bis 8, Jesaja 2, 2 bis 5, oder Jesaja 42, 6, Jesaja 49, 6. Und ich möchte euch einladen, ein paar Texte möchte ich euch gerne aufschlagen.
Und zwar schlagen wir vielleicht Jesaja 56, 6 und 7 auf einmal. Ja? Sein Text mitten da aus dieser Aufzählung heraus. Jesaja 56, 6 bis 7, mit dem beginnt, und das ist ein Text, den ihr gut kennt. Da heißt es hier, denen, also ab Vers 4 vielleicht, so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte und seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten. Das heißt also, hier wurde ja die Bedingung am Sabbat festgemacht. Ja. Was soll mit ihnen sein? Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen. Da ist von allen Völkern die Rede. Ja. Und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Opfer und Schlachtopfer soll mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus sein für alle Völker, eine bekannte Stelle. Ja. Dann Jesaja 60, Vers 1 bis 3, das haben wir schon gelesen. Jesaja 61, Vers 9, vielleicht diesen Text. Jesaja 61, Vers 9, da heißt es, und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Das sollte das Licht sein, das durch Israel zu den Völkern kommt. Und dann wird Sacharja 2 erwähnt in diesem Text auch, schlagen wir auf. Und das sind jetzt alle diese Texte, die auch hier in diesem Bibelkommentar noch in den 90er Jahren oder in den 50er Jahren geglaubt worden sind, dass man diese Texte alle für diese damalige Zeit in Israel verstanden hatte. Und wenn man das so überlegt, dann muss man sich logischerweise die Frage stellen, wie hätte dann wirklich das Kommen und das Schicksal des Messias ausgesehen, wenn er unter solchen Umständen nach Israel, nach Jerusalem gekommen wäre und von dort aus dann seine Botschaft und vielleicht ganz andere Dinge über die Welt ausgebreitet hätte. Sacharja 2, Vers 14 und 15, da lesen wir: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Das war jetzt eine Verheißung gleich nach der babylonischen Rückkehr aus der Gefangenschaft. Israel sollte sich da aber schon freuen, denn ich komme und will bei dir wohnen. Das sollte sich nicht erst 600 Jahre später durch den Messias stattfinden, der dann mit einem Esel nach Jerusalem einreitet, sondern hier hätte schon längst der versprochene, verheißene König, den Gott hier verheißen hat, nach Jerusalem einziehen. Denn ich siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen. Gott selbst hat hier versprochen, zu wohnen, zu kommen, zu seinem Volk. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als seinem Erdteil im heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Das war damals ein ganz deutlicher Plan, der wird hier auch in diesem Bibelkommentar ganz deutlich schon in den 60er Jahren so dargestellt. Und dann habt ihr diese große Verheißung, auf die ich ja auch schon öfters aufmerksam gemacht habe, Sacharja Kapitel 8, Vers 20, ab Vers 20, das künftige Heil für Völker. Das ist eine Verheißung, die wir jetzt alles erst in die Zukunft setzen und hoffen, dass jetzt in der Zeit des Spätregens vielleicht sich das noch erfüllt. Andere Christen meinen, das wird sich erfüllen noch am buchstäblichen Israel, wenn Gott Israel wieder bekehren wird, wenn Israel gesammelt wird, aber das wird erst stattfinden, nachdem die Gemeinde entrückt sein wird. Ja, solche Vorstellungen existieren eben. Aber hier ist eine Verheißung für die damalige Zeit. In Vers 20, Sacharja 8. Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und suchen den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit
werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Eine wunderbare Verheißung, und wir dürfen auch heute auf eine solche Verheißung noch bauen. Und wie schön wäre es, wenn es heißen würde, wenn wir sagen könnte, dass sich das auf Gläubige in unserer heutigen Zeit zutreffen würden, vielleicht gerade auch auf Adventisten, wenn es heißt, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen Adventisten beim Zipfel eines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen. Oder wenn man sagt, einen Christen beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir merken, dass der Herr mit euch ist. Aber da müssten die Christen das verkündigen, was wirklich Evangelium ist, was Botschaft Jesu ist. Und da müssten alle diese Dinge vielleicht noch deutlicher dargestellt werden vom wirklichen Kommen des Reiches, das Gott schon längst in dieser Welt aufrichten wollte. Das Zitat geht hier weiter, dass auch die Verheißungen, die auf eine ewige Ruhe im Land Kanaan hinweisen, sich damals schon erfüllen hätten können. Und wenn ihr die Texte euch anschaut, hier wird Jesaja 11 zitiert, wo es heißt, der Löwe wird Stroh fressen und ein kleines Kind wird im Loch der Otter spielen. Und in ebenfalls Jesaja 65, 17 bis 25, dieser Abschnitt wird hier erwähnt, ja, wo praktisch ebenfalls die Freude auf dieser neuen Erde beschrieben wird. Das heißt, wir übertragen das alles auf die neue Erde. Und erinnert euch, John Bolin hat auch in diesem Buch ganz deutlich darauf hingewiesen, dass sich das alles damals in Israel auch buchstäblich auf dieser Erde schon erfüllen hätte können, lange bevor der Messias kommt. Das heißt, hier sollten paradiesische Zustände herrschen und da ist der Messias noch gar nicht, da ist der Messias in Vorbereitung, ja, also längst vor dem Kommen, das wir heute mit Jesus in Verbindung bringen. Das wäre damals gewesen und der Messias wäre unter ihnen gewesen und durch sein Erscheinen, durch seine Kraft und durch seine Wunder, die er getan hätte für die Menschen, hätte das verwirklicht werden können. Interessant ist auch, und da müssen wir viele Themen haben, die Geschichte von Hesekiel 38 und 39. Und wir sollten uns einmal die Zeit nehmen, diese beiden Kapitel, Kapitel 38 und 39, ja, miteinander zu studieren, wo hier ganz deutlich von dem Sieg Israels über die Feinde dann gesprochen wird. Das heißt, es gibt auch in der Bibel, im Alten Testament, immer wieder diese Hinweise, dass doch ein großer Teil der Völker der Heiden und der Könige der Heiden sich Israel nicht angeschlossen hätten, ja. Aber dann das Gericht über sie gekommen wäre, nicht erst durch ein Kommen Jesu in der Herrlichkeit, wie wir es jetzt erwarten, sondern eben schon in dieser damals historischen Zeit. Oder hier in diesem Abschnitt wird auch, wenn ihr das näher betrachtet hier, wird auch Jesaja 35 erwähnt und Hesekiel 37 wird auch erwähnt und 38 zum Beispiel. Und da habt ihr überall diese Texte, die auch vom Kommen des Messias sprechen, der dann ewig unter ihnen sein soll. Zum Beispiel in Hesekiel 37 habt ihr einen Plan, der hier mit der Rückführung des Volkes Israel in Verbindung gebracht wird. Und hier habt ihr einen Textabschnitt, auf den wahrscheinlich die Juden sich zur Zeit Jesu bezogen haben, wo sie Jesus ja gesagt haben, wir haben gehört, dass der Messias ewig bleibt. Warum spricht Jesus von seinem Sterben, nicht? Und von seinem Hingehen und von seinem Zurückgehen zum Vater? Die Juden haben gesagt, wir haben gehört, wenn der Messias kommt, der bleibt ewig. Also das war dann die Schlussfolgerung bei den Juden, der kann gar nicht der wahre Messias sein, denn der bleibt ja nicht ewig. Auf der einen Seite sagt er, er geht wieder zurück, wo er war, und auf der anderen Seite sagt er, er wird sterben. Also was ist das für ein Messias? Der passt in dieses alttestamentliche Bild ja überhaupt nicht hinein. Und tatsächlich hat es auch diese Seite des Messias-Bildes gegeben. Und da steht in Hesekiel 37, ja, von diesem Knecht David, der da kommen sollte, in Hesekiel 37, Abvers 24, und mein Knecht David sollt ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle.
längst bevor Jesus kam und sich als Hirte, als guter Hirte vorgestellt hat, hätte sich hier dieser Hirte, von dem hier vom Knecht David die Rede ist, zeigen können und hätte sie gelehrt, in den Geboten Gottes zu wandeln. Und dann heißt es in Vers 25, und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben, sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und nicht so wie in Daniel 9, diese Verheißung oder diese Prophezeiung dann gesagt wird, Jerusalem wird aufgebaut, das Heiligtum wird aufgebaut, aber dann kommt das Volk eines Fürsten und dann wird er das Heiligtum und die Stadt zerstören und bis zum Ende wird es Elend und Not und Krieg geben. Sondern, und da steht ja dann noch vor bei Daniel, und der Fürst wird kommen und dieser Fürst, ein Gesalbter, wird ausgerottet werden. Das ist im Widerspruch zu dieser Aussage hier, die wir hier haben. Hier wird ein Fürst angekündigt, der für immer da sein sollte. Ja, und das steht hier, auch in diesem Kommentar, der hier in diesem Bibelkommentar in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren noch dasteht. Und da steht hier dazu als Kommentar, auch eine völlige Befreiung von ihren Feinden hat Gott ihnen versprochen. Ja? Sie alle konnten nicht in Israel als Nation ihre Erfüllung finden, obwohl sie ursprünglich für Israel gedacht waren. Also, wenn ich das jetzt schon seit Jahren so spreche und man mir den Vorwurf macht, das wäre ja so reine Spekulation, dann muss ich sagen, ich stehe hier auf der Linie einer Theologie, die über 100 Jahre lang in der Adventgemeinde die Botschaft war, die mit einer Betonung in der christlichen Verkündigung. Dann heißt es weiter in diesem Buch, dass also in dem Dokument von Heinz Scheidinger, könnt ihr das auf Seite 18 lesen, dieses Zitat, ja, hätte Israel den Idealzustand, den Gott von seinem auserwählten Volk erwartet, erreicht, so wären alle diese Verheißungen, die allerdings vom Gehorsam des Volkes abhängig waren, längst an ihm erfüllt worden. Und jene anderen Vorhersagen, die nationale Schande, Ablehnung von Seiten Gottes und großes Leid als Folge des Abfalls beinhalten, hätten nie verwirklicht werden müssen. Meine lieben Freunde, und jetzt wäre natürlich auch die Frage, und was wäre gewesen, wenn Sie jetzt den Messias, als Jesus dann trotzdem, nachdem der ganze ursprüngliche Plan sich überhaupt nicht erfüllt hat und mehr Leid und Elend über Jahrhunderte über Israel hereingekommen ist und dann nach 600 Jahren oder 400 Jahren prophetenloser Zeit Johannes der Täufer gekommen ist, er wurde verworfen, Jesus kam, er wurde verworfen. Was hätte sein können, wenn er also angenommen worden wäre? Und das Volk jetzt zumindest auf seine Stimme gehört hätte und das getan hätte, aufgrund all der Zeichen und Wunder. Es gab ja keinen Propheten vor ihm, der solche großen Zeichen und Wunder unter dem Volk getan hat, als gerade Jesus. Mose war einer, der große Wunder getan hat. Und das Volk wartet ja eigentlich auf jemanden, der solche Wunder tat. Jesus hat weit größere Wunder getan. Und da merkt ihr, wie gnädig Gott diesem Volke war, durch die ganze Geschichte hindurch. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt und haben ihn verworfen. Ist das dann übertrieben, wenn der Paulus dann gesagt hat, aber wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie ihn doch nicht getötet, dann hätten sie ihn doch nicht gekreuzigt? Und ich denke, das müsste zutreffen in jeder Phase der Geschichte. Wenn immer der Messias gekommen wäre, ob er jetzt ein irdischer Messias gewesen wäre, ein König aus dem Hause David, durch den Gott das messianische Reich wiederherstellen wollte und letztendlich über das Königreich, sein Reich auf dieser Welt, über diesen König ausbreiten konnte. Wie Adam als Mensch ja eingesetzt war von Anfang an und als Mensch hier der Herrscher dieser Erde werden sollte, König dieser Welt werden sollte. Natürlich in der Abhängigkeit von Gott. So wollte Gott
dieses Paradies wiederherstellen, das heißt einen Zustand, wo nicht unbedingt Gott als der oberste König, als der obere Herrscher in dieser Welt sein sollte, sondern durchaus ein menschliches Wesen, wie Adam es war, ein zweiter Adam. Das Konzept eines zweiten Adams ist ja, dass eine menschliche Gestalt Gott hier einsetzt, der zum Führer und zum Oberhaupt dieser Erde werden sollte. Natürlich immer noch, so wie Adam im Paradies, unter göttlicher Herrschaft. Das wäre die Wiederherstellung des Paradieses gewesen. Und wir wissen ja, auch das erfahren wir speziell auch aus den Aussagen von Ellen White, dass Gott selbst die erlösten Menschen zu obersten Fürsten und Verantwortlichen auf anderen erlösten Welten machen wird, ja, in Zukunft, wenn der ganze Plan Gottes abgeschlossen sein wird. Dass die Gläubigen durch eine solche Ehre belohnt werden sollten, dass sie dann über solche andere Welten Mitherrscher werden sollen. Das ist ja auch das, was Paulus gesagt hat. Wenn wir bereit sind, mit Christus mitzuleiden, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Und achtet diese Verheißung, dass nicht Gott alleine der Herrscher dieser Welt sein soll und über die Reiche dieser Welt herrschen sollte, sondern dass hier auch das Volk Gottes mit eingeschlossen ist, und vielleicht dann eben auch oberste Fürsten von Gott eingesetzt worden wären, das können wir auch aus einem Text aus Daniel 7 ableiten. Ja? Daniel 7, da ist eine Verheißung, die wir in diesem Zusammenhang auch beachten können. Daniel 7, Vers 27 oder Vers 28, was sich nach dem Gericht, also nach dem Untersuchungsgericht und dann nach dem Endgericht abspielen sollte. Da heißt es hier in Daniel 7, Vers 26, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, da steht jetzt nicht hier, wird dem Gott des Himmels gegeben werden, da steht in Daniel 2, ja, dass die Reiche dieser Welt dem Gott des Himmels übergeben werden, aber acht, was hier steht, wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Da merkt ihr, wie hier Gott mit dem Volk des Höchsten auf eine Stufe gestellt wird. Das heißt, die Reiche, die Königreiche unter dem ganzen Himmel, die jetzt von einem König zum anderen kommen, also ein König herrscht und dann wird er abgesetzt, der nächste König kommt. Daniel in Daniel 2 hatte da dem Nebukadnezar angekündigt, dass nach ihm ein anderes Reich sein würde. Nicht? Und dann sagt er im Kapitel 2 schon in seiner Einleitung an den König von Gott, er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er gibt den Weisen Verstand und den Verständigen die Weisheit. Ja? Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und das hat er in der Geschichte immer wieder getan. Eingesetzt, wieder abgesetzt, eingesetzt, wieder abgesetzt. Und man muss sich ja die Frage stellen, warum sind so viele Könige in dieser Welt immer wieder eingesetzt und dann wieder abgesetzt worden? Nicht nur in Israel, sondern auch in der Heidenwelt. Aber speziell auch in Israel. Das war ja auch nicht Gottes Plan, dass so viele Könige in Israel eingewechselt werden. Es sollte ja doch endlich einmal zu einem Königtum kommen, das ewig bestehen sollte. Ja? Und aber solange eben diese Rebellion gegen Gott auch unter den Königen stattgefunden hat, nicht nur in Israel, sondern das hat sich auch auf die Völker überschlagen, wird eben ein König nach dem anderen abgesetzt und ein Königreich nach dem anderen geht unter. Wir werden dann später noch einmal in einem späteren Thema uns da interessante Aussagen anschauen von Ellen White, wo sie da dieses Konzept von Daniel aus betrachtet, warum diese Königreiche so aufgestiegen und wieder abgestiegen sind und warum das Ganze auch von der Seite so lang dauert. Aber eines ist hier sicher, Gott wird es, die Königreiche, die jetzt von einem König zum anderen wandern, ja, dem Volk der Heiligen des Höchsten geben.
Und ich denke, der Text ist auch wert, dass man ihn beachtet, dass hier das Volk Gottes regieren wird. Und das entspricht ja auch eigentlich dem, ich habe jetzt an einen Text gesagt, in Offenbarung Kapitel 1. Ja, in Offenbarung Kapitel 1 ist ja auch so eine Aussage, oder Entschuldigung, in Offenbarung 5, ja, in diesem Lobpreis des Lammes, das da im Himmel stattfindet, in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10, das ist jetzt ein Lobpreis, eine Situation für die Belohnung derer, die dem Lamme nachfolgen und die letztendlich dem Lamm, das erwürgt wurde von Menschen, ja, das ihm treu geblieben ist und das bereit war, auch um seines Blutes willen und um seines Glaubens willen zu leiden, mit ihm zu leiden und mit ihm zu sterben, aber dann auch mit ihm auferstehen und zu leben. Und da heißt es hier, dieses neue Lied in Offenbarung 5, Vers 9, du bist erwürgt zu nehmen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Völkern, Geschlechtern und Sprachen und Völkern und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und dann heißt es hier, und sie werden herrschen auf Erden. Ja, sie werden herrschen auf Erden. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was werden denn die herrschen? Wenn ohnehin alles Paradies ist, was werden denn die dann herrschen? Ja, eine Verheißung, die auch einer Interpretation bedarf, wo man fragt, wie wird diese Herrschaft aussehen? Werden da dann andere auch hier sein auf dieser Erde, über die sie dann herrschen werden? Vielleicht ist gerade das ein Vers, der eben diesen Gedanken beinhaltet, dass Gott hier diese gläubigen Menschen, diese erlösten Menschen besonders zur Herrschaft berufen wird, ja, in dieser neuen Welt, und dass diese Herrschaft dann nicht nur auf diese Erde beschränkt sein wird, das kann uns auch klar sein, denn das Universum, in dem wir leben, hat ja nicht nur eine Welt, und der ganze Himmel wird ja dann nicht hier auf dieser Erde sein, das ganze Universum und alle bewohnten Welten, die heute existieren, die werden ja nicht aufhören zu existieren. Das heißt, überall dort wird ja auch Leben sein, und Gott wird dort auch herrschen. Und vielleicht kann man von diesem Text das auch hier ableiten, dass auch die Gläubigen in diesem Sinne herrschen werden, ja, und Gott sie einsetzen wird mit ihrer Erfahrung, die sie mit der Sünde gemacht haben, weil sie auf dieser Erde gelebt haben in Sünde und wir verstanden haben, wohin Sünde führen wird, wird das auch für die Bewohner anderer Welten, für die himmlischen Welten, die nicht gefallen sind, eine Hilfe sein, immer wieder daran erinnert zu werden, auch durch die Erfahrung der Erlösten, dass so etwas, was Sünde in diese Welt gebracht hat und in dieses Universum, nie mehr wieder aufkommen sollte. Ein Riesenvorrecht, das Gott eigentlich den Gläubigen in Aussicht stellt, wenn sie bereit sind, den Weg des Glaubens zu gehen. Und all das fassen wir zusammen. Hätte sich schon längst in Israel, in alttestamentlicher Zeit, in den verschiedenen Phasen, wie wir das letzte Mal aus einem Zitat gesehen haben, schon längst erfüllen können. Und wenn das jetzt die Theologie der 50er Jahre war und ganz deutlich hier zum Ausdruck gebracht wird, meine lieben Freunde und Geschwister, dann stellt sich natürlich logischerweise die Frage, was haben diese Theologen dann zu der damaligen Zeit mit Daniel 8 und mit, na, Entschuldige, mit Daniel 8 mit den 2300 Abend und Morgen getan, mit der Prophezeiung. Mit der Prophezeiung der 3,5 Zeiten, mit der Prophezeiung in Daniel 12 von den 1290 und den 1335 Tagen, die wir ja heute im Rückblick der Geschichte auf diese ganze lange Zeit der Geschichte von 487 oder natürlich von 457 vom Aufbau Jerusalems bis bis 1844 berechnen, nicht?
Also diese Zeit vom Wiederaufbau, von dem Zeitpunkt, wo der Befehl ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, ja, bis der Gesalbte kommt, diese 70 Wochen und dann die weitere Zeit bis 1844. Was haben denn diese Theologen dann damals mit dieser Prophezeiung gemacht? Haben sie das nicht als eine unbedingte Prophetie gesehen? Und jeder heutige Theologe, jeder moderne adventistische Theologe wird mich natürlich bei dem Thema, wenn man das so darlegt heute, auf diese Prophezeiung im Daniel, auf diese Zeitweissagungen in Daniel, aber auch in der Offenbarung aufmerksam machen. Und gerade deshalb, weil man ja meint, dass diese Prophezeiungen, diese Zeitprophezeiungen ja darauf hinweisen, dass Gott einen absoluten Plan hatte, der von Anfang an feststand und an diesem Plan nichts vorübergehen konnte. Gerade aus diesem Grund, wenn man das so denkt, dann muss das ja alles, was ich jetzt gesagt habe und was wir in diesen vergangenen Abenden studiert haben und was auch John Bolin in seinem Buch gebracht hat, muss das ja alles als absurd gelten und das ist reine Spekulation, die zu nichts führt, nicht? Und letztendlich ein großer Irrtum sein. Denn alle die Leute, die davon sprechen, dass Gott einen Plan hatte, der schon längst sich damals erfüllen hätte können und Jesus schon längst mit dieser Weltgeschichte zum Abschluss kommen hätte können, der widerspricht ja dem, wenn wir diese Prophezeiungen im Daniel als absolute Prophetie sehen, als einen Plan, den Gott schon von vornherein, schon vor Anfang der Welt praktisch festgelegt hat. Und da muss man sagen, Theologen, die also in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren diese Werke erstellt haben und eine solche Theologie zusammengestellt haben, die konnten nicht gleichzeitig an eine absolute Prophetie der Zeitweissagungen im Alten Testament und auch im Neuen Testament glauben. Und doch haben sie es getan. Und das ist eigentlich das Interessante und das für mich heute nicht Verständliche. Und es ist interessant, ich möchte euch hier auf eine Bibelkonferenz aufmerksam machen, die wir in den 80er Jahren schon hatten in Friedensau. Nein, nicht in Friedensau, das war in Marienhöhe noch damals. Da waren über 500 Prediger aus der euroafrikanischen Division vertreten. Und da war eine große Bibelpredigertagung, eine Bibelkonferenz. Und da waren Professoren von der Andrews dort auch. Und einer dieser Professoren war Dr. William Johnson. Und er hat über ein Thema referiert, über die Frage nach der Prophetie und Eschatologie. Ja, wie bringt man die Prophetie der Bibel mit der Eschatologie der Bibel in Übereinstimmung? Ja, und Prophetie der Bibel hat ja immer auch endzeitliche Elemente. Und in diesem Referat, das er damals in Friedensau gehalten hat, und das war mir damals noch gar nicht bewusst, ich habe das Buch bekommen, das Buch trägt den Titel Prophetie und Eschatologie, das wir in einer Serie bekommen haben. Alle Prediger, die dabei waren, die kennen das, die haben das damals bekommen, das ist in Deutsch übersetzt worden. Und dort in diesem Artikel, den Dr. William Johnson, ein Professor, der inzwischen auch in der Generalkonferenz direkt mitarbeitet, ja, der hat hier unter anderem Folgendes geschrieben. Ich lese euch das vor, ja, vielleicht lege ich euch das in den Chat. Das ist jetzt ein sehr interessantes Zitat, das ich für heute noch zum Schluss euch bringen möchte. Da sagt er, es ist eine unleugbare geschichtliche Tatsache, dass sich bis zum heutigen Tage die Mehrzahl der Vorhersagen der alttestamentlichen Prophezeiungen nicht erfüllt haben. Das sagt er hier ganz deutlich in diesem Weg. Die Mehrzahl der alttestamentlichen Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt, das ist eine Tatsache. Warum redet man eigentlich nicht davon? Warum reden wir und halten wir nur Vorträge von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, aber nicht auch von solchen, die sich nicht erfüllt haben? Hier könnte man auch der Welt zeigen, dass Gott ein ganz anderer Gott ist.
Und dass er schon längst mit den Menschen, mit dieser Welt ein anderes Ziel hatte, aber dass die Menschheit unbelehrbar war. Und dann sagt der William Johnson, wirklich, und er bezieht sich jetzt hier in diesem Artikel auf diesen Bibelkommentar, auf dieses Plan A-Konzept, das da die Professoren in den 50er Jahren festgestellt haben. Und dann sagt er hier unter anderem, Entschuldigung, da habe ich mir jetzt etwas verschoben. Ja. Okay. Da sagt er hier, wirklich interessant ist in diesem Artikel, also da bezieht er sich auf diesen Artikel, der auch hier abgedruckt ist, bei Herrn Schädinger in diesem Dokument, wirklich interessant in diesem Artikel ist der Gedanke, was hätte sein können? Also diese Fragestellung. Da sagt er, das ist wirklich interessant. Ich habe in den letzten Jahren genau das Gegenteil gehört, aber merkt ihr, so unterschiedlich denkt man hier. Und dann heißt es hier, in diesem Bild der Beschreibungen eines Plan A gibt es keine Wiederkunft. Achtet, da sagt er hier auch ganz deutlich, da gibt es keine Wiederkunft, es gibt kein tausendjähriges Reich und kein neues Jerusalem. Das heißt, in diesem Plan A-Konzept, das diese Theologen da erarbeitet haben, gibt es all das, was da wir aus dem Neuen Testament als Wiederkunft, als tausendjähriges Reich und als neue Jerusalem decken, gibt es eigentlich keinen Hinweis im Alten Testament. Die dazwischenliegende Zeitspanne ist kurz, auf den ersten Advent folgt bald die Errichtung des ewigen Königreiches, des Messias. Diese Darstellung der Zukunft, das, was hätte sein können, stellt die Hauptrichtung des gesamten Artikels dar. Diese Darstellung ist das Ergebnis der konsequenten Anwendung des Prinzips der Bedingung in der prophetischen Auslegung. Das heißt, er stellt hier ganz deutlich fest, dass wir es hier im Alten Testament mit einem ganz anderen Konzept der Eschatologie zu tun haben, als wir das in der Offenbarung finden. Und wenn ihr euch erinnert, das hat auch John Bolin in seinem Buch sehr deutlich festgestellt. Ja. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht, dass hier diese Idee auch vorhanden ist. Das heißt, auch das ist ein Hinweis, dass wir in der Offenbarung eine völlig andere endzeitliche Schau bekommen, als wir das im Alten Testament haben. Und das wäre jetzt eine andere Schau, die eben deshalb geschaut wird, weil die Juden nicht nur durch Jahrhunderte die Propheten verworfen haben, sondern weil sie dann auch den Messias verworfen haben. Eine letzte Chance, die sie noch gehabt haben, um das Ruder noch herumzulenken, damit Gott einen völlig anderen Plan mit ihnen hätte erfüllen können. Und darüber das nächste Mal in unserem weiteren Thema, das wir uns dann in neutestamentlicher Zeit anschauen wollen und dann schon langsam da auch auf die Offenbarungstexte hinkommen werden und uns von dieser Seite her den Plan Gottes für diese Welt weiter ansehen wollen. Gut, damit möchte ich heute zum Abschluss kommen und hoffe, dass ihr auch dadurch wieder den Blick erweitert habt und euch weiter auch mit diesen Fragen beschäftigt und die Gedanken nachverfolgt und dass wir vor allen Dingen wirklich aus allen diesen Geschichten für unser persönliches Leben lernen. Dass wir die Treue, den Ungehorsam, der durch dieses Volk immer wieder wiederholt worden ist, dass wir das in unserem Leben mit der Hilfe Gottes überwinden können. Gott helfe uns und schenke uns ein klares, weiteres Verständnis. Lasst uns noch abschließend dafür beten. Lieber Herr Jesus, hab auch Dank heute Abend wieder für diese Botschaft, für diese Gedanken, die du uns wieder neu vor Augen gestellt hast. Herr, wir erkennen, dass wir in unserem Denken, unserer heutigen Zeit, auch in unserem eigenen Volk, vieles von dem verloren haben, was schon vor vielen Jahrzehnten da war, wo du deine Gemeinde schon auf eine Höhe geführt hast, der Überlegungen, die weit über das hinausgegangen sind, was wir heute haben. Vergib uns diesen Abfall, vergib uns diesen Rückfall in Konzepte, Herr Jesus, die nicht alles berücksichtigen,
was du uns in deinem prophetischen Wort vermittelt hast. Hilf, dass wir uns weiterhin doch ernsthafter bemühen, diese Wahrheiten, die du uns offenbart hast, deutlicher zu erkennen. Dass wir uns nicht nur mit dem Neuen Testament beschäftigen, sondern dass wir auch das Alte noch mehr in Betracht ziehen und auch die Botschaften, das Evangelium, das du schon vor alters verkündigt hast und die Verheißungen, die du damals schon gegeben hast, die sich nicht erfüllt haben, dass wir sie heute noch für uns in Anspruch nehmen können und dass du immer noch der gleiche Gott bist, der Sünde vergibt, der Missetat heilen kann und der auch die Folgen der Sünde in unserem persönlichen Leben so klein als möglich halten kann, aber der auch den Ungehorsam mit Folgen bestrafen kann, Herr Jesus, und dass wir bewahrt sein mögen vor weiteren Folgen in unserem eigenen Leben. Hilf uns, dass wir erkennen, dass es ein Segen ist und dass es eine Freude sein muss und nur sein kann, unter deinem Segen zu leben und von dir beschenkt zu werden für das, was du uns vorlegst und dass du uns auch die Kraft schenken möchtest, Herr Jesus, ein gläubiges und gehorsames Leben in deinem Sinne zu führen. Segne jeden, der sich dafür entschließt und der bereit ist, sich ganz dir hinzugeben und ein Leben weiter mit dir zu leben. Und so führe uns weiterhin an deiner Hand und schenk uns auch das nächste Mal wieder die Möglichkeit, beisammen zu sein und über dein Wort nachzudenken. Wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, ich möchte jetzt vielleicht doch für das nächste Mal noch ankündigen, nachdem wir wieder Sommerzeit haben, dass wir das nächste Mal wieder um 8 Uhr beginnen werden und uns dieser Sommerzeit etwas anpassen werden. Ja. Es beginnt ja die Gartenarbeit draußen und viele, die vielleicht nach Hause kommen, werden da schon bis zum späten Abend noch draußen arbeiten und so denke ich, werden wir das wieder so machen, dass wir die Abende mit 8 Uhr Abend beginnen. Ich werde das noch einmal im E-Mail bekannt geben, so dass wir uns daran erinnern werden. Ich wünsche euch Gottes Segen und weiterhin viel Kraft und Gesundheit und Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Gott segne euch alle und uns, wenn wir weitergehen in unserem Nachdenken. Auf Wiedersehen und alles Gute.